Oh, hi, ihr süßen Mäuse und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Falls du noch hier gelandet bist, mein Name ist Jasmina. Lasst mir gerne ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und ich liebe diesen Text. Es ist immer das Gleiche, aber naja, das gehört einfach zum YouTuber-Leben mit dazu. Wir werden heute ein Full-Coverage-Naturkosmetik Glamour-Make-up machen, weil ich will nachher noch mit Freunden treffen und eventuell ein bisschen tanzen gehen. Und ich dachte, ich will heute mal richtig, wisst ihr, die ganze Woche war so anstrengend und wie einige wissen, habe ich ja auch einen Hauptjob und ich arbeite Vollzeit. Ich möchte heute Full Coverage, richtig Haut drauf. Und ja, gerade mit Naturkosmetik kann das ein bisschen schwierig werden, weil manchmal die Produkte doch ein bisschen ja, ein bisschen sanfter sind, sage ich mal. Ich glaube, die normale Gebraucherin der Naturkosmetik ist jetzt nicht jemand, der sich gerne zukleistert. Ich schon. Also es schwankt so zwischen Kleistern und nicht so viel Kleistern. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Alle Produkte habe ich euch unten chronologisch in der Infobox verlinkt. Das heißt, falls ihr euch für ein Produkt interessiert, steht es halt nochmal unten. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Video. Als erstes nehmen wir hier von Alverde das Citrus Spray. Das mag ich sehr gerne, ist das fixierende Spray. Und das trage ich immer vorher auf, um meinem Gesicht noch so ein bisschen Feuchtigkeit zu geben. Das erfrischt ganz gut. Dann kommen wir auch schon zur Foundation. Und da nehme ich von Alverde die Cover in Concealer Foundation in der Farbe 040 Karamell. Und das trage ich dann so auf die Punkte, die ich halt, sag ich mal, ein bisschen ausbessern möchte. Concealer nehme ich von Alverde, den Sensitive Concealer, das ist die Farbe 01 Ivory. Dann werden wir jetzt das Gesicht ein bisschen bronzen und dann nehme ich hier diesen Multicolor Bronzer von Alverde und gebe meinem Gesicht ein bisschen Bräune, allerdings auch bitte nicht zu viel. Aber schon ein bisschen. Dann nehme ich hier von Sante das Medium Dark Duo und da gehe ich hier nochmal unter meinen Wangen lang. Gehe ich hier in den Highlighter-Ton rein von denen und trage das auf meine Nasenspitze auf. Und ein bisschen hier noch. Dann kommen wir zum Blush. Und da nehme ich hier von La Vera den Blush und zwar ist das Charming Rose. Nehme ich hier von den Tint, das Tint Illumination Puder und dann gebe ich hier das mit diesem Eblin Pinsel. Den hatte ich letztens auch mal. Ich
gereinigt. Und wisst ihr, was das ist bei Pinseln? Ich finde, wenn man die reinigt, danach tragen die nicht mehr so gut Produkt auf die erste Zeit. Und das hasse ich. Deswegen versuche ich sie halt so wenig wie möglich zu reinigen. Auch wenn das, ich weiß, es ist eklig, aber sorry. Da nehme ich von Alverde dieses Naturell Kompakt Puder und zette alle Stellen, wo ich weiß, dass es sonst anfängt zu sich zu abzusetzen. Hier gehen wir nochmal lang, einfach nochmal, falls das Make-up doch so ein bisschen in die Fältchen gekrochen ist. Aber müssen wir mal ein bisschen zu fixieren. Dann machen wir die Augenbrauen und da nehme ich von Alverde den Augenbrauenstift in der Farbe Blonde. Blond, blond, blond. Dann immer gerne noch mal in meinen großen Spiegel, der hier an der Wand hängt. Das hier ist auf jeden Fall so meine Problembraue, weil das hinkt hier immer so ein bisschen. Und dann nehme ich hier von Alverde das Augenbrauengel. Das mag ich sehr gerne und je älter das wird, desto besser für mich funktioniert das. Und das fixiert die Haare echt gut. Ich kämme dann meine Augenbrauen hier nach vorne, nach oben. Und ja, das, ich finde, das gibt so Leben zurück, das lockert das alles so ein bisschen halt auf. Man sieht halt die Härchen und ich finde, das macht einen echt schönen Effekt. Ich werde heute beide Alverde Paletten nehmen. Einmal die Edgy Nudes und die Fairy Nudes. So schauen die aus. Gibt es halt, wie schon von Alverde. Und als erstes gehe ich in die Edgy Nudes und zwar dann in den fünften Ton rein. Das ist dieser hier. Und mit einem Blenderpinsel, hier dieser ist von Ebelin, die mag ich übrigens sehr gerne, trage ich das in meine Elite-Falte auf. Großzügig. Dann nehme ich hier diesen Ton daneben, und zwar diesen vierten Ton, und trage den mit einem flachen Pinsel auf. Und dann gehe ich damit in den Lavera Lidschatten, Golden. Heißt der Golden? Golden Glowy. Und den trage ich jetzt im Center hier auf, im Center, in der Mitte meines Lides, Entschuldigung. Und sozusagen so ein Halo-Effekt. Oh, jetzt fühle ich mich wie eine richtige YouTuberin, einem Halo-Effekt. Und dann gehe ich hier mit so einem runden Pinsel. Gehe ich jetzt hier in die Fairy Nudes Palette und da gehe ich in den sechsten Ton rein. Das ist dieser hier. Das trage ich hier nochmal auf das Lid auf, weil ich das so ein bisschen noch dunkler machen möchte.
Ich mit so einem fluffigen Pinsel, übrigens nehme ich den schon seit Jahren. Wer meine YouTube, meine Tattoo jetzt von Anfang an kennt, der weiß, dass ich den schon sehr, sehr, sehr lange verwende. Und ich gehe nicht in die Palette, sondern ich nehme hier von, auch von La Vera, einen neuen Lidschatten Blossy 40. Und der ist sehr schimmernd und sehr, ja, also ich mag den recht gerne. Da ist mir schon die Kamera ausgegangen. Und trage das hier auf, im Inneren meines Augenwinkels. Und wir gehen schon sehr krass rein, also wirklich schon so bis hier. Und jetzt möchte ich gerne halt noch so einen Kontrast haben, hier unten. Und deswegen gehe ich jetzt hier in den Altera Lidschatten Trio Blue Water. Da gehe ich hier in diesen sehr, sehr dunklen blauen Ton rein. Und dann nehme ich hier so einen runden Pinsel und nehme da gut Produkt auf. Dann nehme ich hier von Altera den, ja, den Liquid Eyeliner und den finde ich ganz gut eigentlich. Der hat eine sehr, sehr, sehr feine Spitze. Ich finde, man kann mit der sehr gut arbeiten. Der kann aber schmieren. Also ich sag mal so, im Sommer würde ich den jetzt vielleicht nicht benutzen. Tragen wir Mascara auf und erstmal curlen wir unsere Lashes. So, ich habe jetzt die andere Seite fertig gemacht, falsche Wimpern aufgetragen. Und als Lip Liner nehme ich hier von Alverde den Rosewood Smile. Den mag ich sehr, sehr gerne. Und als Lipgloss nehme ich hier von Alverde den Hydro Gloss. In der Farbe weiß ich nicht, aber diese steht das hier gar nicht drauf. Ne? Aber das ist dieser Himbeerfarbene. Das ist der fertige Look. Ich finde, das kann sich ruhig sehen lassen für Naturkosmetik. Es ist ziemlich snatchy, ziemlich sexy und ich fühle mich ganz wohl. Mir gefällt es. Ich finde, es ist ein cooler Look geworden. Smoky und sexy und ich wollte einfach zeigen, dass man auch mit Naturkosmetik ein bisschen stärker geschminkt sein kann, wenn man das möchte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr süßen Mäuse. Wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis bald.